Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles Rezept für einen leckeren Konfetti-Nudelsalat mit Erbsen, Mais und Paprika. Dafür bereiten wir zunächst die Nudeln vor, einen großen Topf mit reichlich gesalzenem Wasser aufsetzen, zum Kochen bringen, dann 400 Gramm möglichst kleine Nudeln ins kochende Wasser geben. Ich habe mich hier für ganz kleine Muschelnudeln entschieden. Ihr könnt aber auch jede andere Nudelform wählen, das ist ganz egal. Die Nudeln etwa 6 bis 7 Minuten oder nach Packungsanweisung bis fest garen, über einem Sieb abgießen, kurz abspülen und dann bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen. Weiter geht's mit dem Dressing, dafür eine Knoblauchzehe pressen und in eine große Salatschüssel geben, einen gehäuften Esslöffel körnigen Senf, einen gehäuften Esslöffel Kräutermix, ich habe hier eine TK-Mischung hergenommen, außerdem einen sehr guten Schuss Öl und Weißweinessig dazugeben und zum Schluss noch eine kräftige Prise Salz und frisch gemahlenen Pfeffer. Anschließend alles einmal kurz miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und dann sind wir mit dem Dressing fertig. Jetzt fehlen noch die restlichen Zutaten, eine rote Zwiebel abziehen und fein hacken, dann in die Salatschüssel geben. Außerdem habe ich hier noch zwei rote Paprika. Zunächst waschen und entkernen, dann fein würfeln und ebenfalls mit in die Rührschüssel geben. Danach kommen noch eine Dose Mais dazu, außerdem ca. 250 Gramm Erbsen aus dem Tiefkühler und natürlich die gekochten Nudeln. Jetzt alles einmal richtig gut umrühren, damit sich alle Zutaten und das Dressing gut verteilen können. Und dann sind wir fertig. Den Konfetti-Nudelsalat jetzt eventuell nochmals abschmecken. Und so könnt ihr ihn mit zur nächsten Grillparty nehmen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.